Rhinoschisch. Renresch. Okay, cool. Und warum bin ich hier? Keiner hat dich gerufen. Was soll das? Den hat sie ihm nicht gedrückt, den keiner hat dich gerufen. Anders. Ich könnte Florina schenken. Darf sie dann bitte mich küssen? Nee. Sorry, aber ganz ehrlich, was soll denn das? Genau, was soll das? Das ist mein Job. Tessie hat eine Panikattacke. Wirklich? Digga, wenn ich das höre, Alter, weiß ich direkt, der Abend wird wieder maximal asozial. Maya Lix, danke schön für den Zap. Boah, so schön, Alter. Immer die Lehrerin. Tim, danke dir, Bro. Der Stream leckt nicht. Vergiss jetzt. Hortensia, was ist denn los? Oh nein, Hortensia. Oh, was ist denn mit Hortensia oder dem Charakter, dessen Namen ich komplett vergessen habe? Ich wusste gar nicht, dass sie existiert. Wer ist Hortensia? Oh nein. Okay, ein bisschen viel. Zum Glück habe ich immer meinen Lappen dabei. Aber was ist denn passiert? Zum Glück habe ich immer einen Lappen dabei. Genau. Ich habe sie im Schrank gefunden. Ich weiß nicht, wie lange sie dort schon war. Sie konnte mir auch nichts sagen. Hortensia, weißt du, wer das gewesen sein könnte? Mhm. Ah, nee. Okay, ruh dich aus. Als ob die einfach gestorben ist, weil die zwei Minuten in diesem Schrank war, ist sie ja nicht tot. Kann man mir ja nicht erzählen. Die ist einfach nur am Schlafen. Auf jeden Fall heute Nacht bei uns schlafen. Ja, sehr gut. Oh, ehrlich jetzt? Bro, nicht der richtige Moment, aus der Bettdecke rauszukommen an der Stelle. Ich dachte, wir... Hi. Oh, hi. Na? Hi. Raus. Raus, Katalea. Aber das ist mein raus. Zimmer. Raus. Fly, die Decke. Raus. Du bist nackt, raus hier. Digga, was ist denn auf dieser Klassenfahrt schon wieder los, Leute? Also das ist aber eine ganz andere Nummer hier. Wurstsalat, danke für deinen Sub. Ich aus, okay? Ich komme mal später vorbei. Ach, das ist so unfassbar gemütlich. Es ist irgendwie alles so weich hier. Dieser arme Georg, Alter, ich schwöre. Ich warte darauf, dass Danny wirklich in dieser scheiß Staffel noch die komplette Nase zertrümmert bekommt, Alter. Wirklich. Am Rücken ist so ein bisschen... Am Rücken könnte ich noch ein Kissen gebrauchen, ehrlich gesagt. Georg, am Rücken könnte ich noch ein Kissen gebrauchen. Oh no. Oh no. Gar nicht gut. Manchmal frage ich mich, was du nicht für mich tun willst. Probier's doch aus. Das ist dein letztes Kissen? Nicht so frech, ja? Nicht so frech. Georg, werde ich jetzt Zimmer in die drüber ein, Auto. Perfekt, echt. Ey, jetzt die Tage? Die goldene 1000, ne? Ja. Die goldene wir machen 1000. Das zusammen. Meine Was ist die goldene 1000? Entweder 1000 mal gewichst oder 1000 Abfuhren bei Frauen? Ich weiß es nicht. Wollen wir es wissen? Nee. Goldene 1000. 1000, das ist schon echt erstaunlich. Ich habe ja noch nicht mal mein erstes Mal gehabt. Du hast noch nie Sex? Ah. Also ja, fast, aber das ist ja nicht so gut gelaufen. Da müssen wir eigentlich auch immer mal was dran ändern, ne? Mhm. Gut, ich geh schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. War Thunder. Epic Battles in War Thunder. Okay, machen wir weiter. Ey, Georg. Ja? Du sollst meine 1000 sein. Hol mir mal einen runter. Gut.
Was? Das war ein Spaß, Alter. Okay. Hat sich hier nicht gemacht. Was? Was? Oh mein Gott. Doch, immer, natürlich hätte ich es doch. Es wird immer weirder. Es wird immer weirder auf dieser Klassenfahrt, Leute. Es wird einfach nur noch seltsamer. No sexual. So nicht, mein Junge. Bald habe ich meinen tausendsten Korb. Wir arbeiten alle drauf hin. Chat, kurze Frage. Glaubt ihr, dass ihr schon mal über 2000 Mal gewichst habt? Plus eins, wenn ja. Gut, das sind eine Menge Plus Einsen. Das ist nur gut für mich für Merchandise. Dann bringe ich demnächst einfach Gleitgel mit meinem Gesicht drauf raus. No sexual an der Stelle. Junge, Alter, Digga. Belastend, unangenehm wieder mal. Woke up like this. Alter. Morgen. Was machst du hier? Also ich erwarte kein Dankeschön. Das ist für dich. Wie bist du überhaupt hier reingekommen? Durch die Tür, das sind Blumen. Riech mal daran. Ja gut, da doch lieber das Taschentuch mit dem Chloroform benutzen. Kussmonster! Yeah, lang, Junge, verbiss dich hier! Fass dich nicht an! Okay, die Blumen. Kussmonster! Hallo! Ja, ich gehe ja schon. Achso, das ist. Das Lappen, Alter, was ist das? Bis später! Unangenehm, oder? Junge, was ist mit dem unangenehm los? Also, diese Charakter gibt es ja. Wie gesagt, ich habe letztes Mal gesagt, so stellt sich ein 10-Jähriger in der Klassenfahrt vor, Alter. Das ist. Das gibt's einfach nicht, Mann. Solche Leute gibt's nicht. Ich mach mal Mikro ein bisschen lauter. Okay. No front. Ich mach mal Mikro lauter. Hey. No front. Ey. Besser jetzt oder was, Alter? Mann, so, Cringe Timmy ist echt anders. Mittlerweile bereue ich sogar, dass ich so an Stanley rankommen wollte. Ja, ja, verstehe. Aber ich hab einfach richtig Bock auf ihn. Was geht hier eigentlich ab, Anna? Wieso? Das ist einfach ein Kinderporno, straight up. Also Leute, ich werde mir Stanley schnappen. Sorry, Habibi. Einfach nur unangenehm, die ganze Nummer. So, jetzt aber hier, ne? Jetzt läuft das doch. Wer ist er denn? Ja? Oh, Frau Bra. Frau Bra eigentlich, ach egal, ich frage, ich stelle es an der Stelle jetzt einfach mal die Frage nicht. Ihr wisst ganz genau, welche Frage ich, egal. Hey, Moment bitte. Nee, lass, mach, na, ja, komm. Ja. Moin. Oh, oh. Sind Sie die Lehrerin? Ja, wer sind Sie und was machen Sie ich hier? Ich bin der Vater von Hortensia. Meine Tochter wurde bei Ihnen eingesperrt, auf Ihrer Klassenfahrt. Wieso ist die Tochter, also warum ist der Vater mit auf die Klassenfahrt gekommen und warum sieht der Vater aus, als hätte der schon 200 Leute umgebracht? Ja, das weiß ich, das tut mir leid. Wir sind auch dabei herauszufinden, was genau passiert ist. Das hätte nicht passieren dürfen. Ich würde mir schnell eine Hose anziehen und ja, dann ja, können wir... Ja, dann kann ich das mit den Kollegen persönlich klären. Ja. Normalerweise geht man raus, wenn die Frau eigentlich... sich eine Hose anzieht. Er guckt jetzt hier weiterhin einfach zu. Das ist sicherlich auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, kann ich mal so an der Stelle sagen. Können Sie ja vielleicht... Genau. Kurz, danke. Die haben echt einen Pool. Die haben einen Pool. Wie geil, Alter. Wie nice. Ich wusste es. Janik, danke für den Resub, Bro. Wisst ihr eigentlich, wie man online richtig einkauft? Ich wusste es tatsächlich... Nee, tatsächlich nicht. Ich bin Montana Black und kaufe immer meine Klamotten alle bei Farfetch. Ich weiß überhaupt gar nichts. No front. Hey, Lorena. Hi. Alles gut? Ja. Was machst du? Ich mach grad Bilder von der Uhr. Nice. Du weißt doch eh schon davon. Was hältst du eigentlich von der...
kein Sex vor der Ehe-Sache. Sehr, sehr geil. Das ist meine Sache. Groß, ich finde es total Ding. Gut. Ich hätte lieber auch länger gewartet. Ja, same. Ich auch. Also ich. Hattest du dein erstes Mal schon? Mit wem? Oh. Mit einem Promi und ich wurde dazu gedrängt. Ja, mit wem? Oh, es ist nicht Unge. Es ist nicht Unge, okay? Es ist nicht Unge. What the fuck? Mit einem orangehaarigen Reaction-YouTuber. Es ist Unge. Es ist Unge. Unge? Naja, ist ja auch egal. Stimmt, ich erinnere mich. Damals im YouTube-Haus. Simon hat die bedrängt. Jetzt kommt's alles wieder hoch. Ja, ich erinnere mich, Alter. Die war bei dem in der Wohnung und die hat geschrien und ich hab... Reden wir nicht drüber. Ich kann auf jeden Fall, denke ich mal, keine Beziehung mehr führen, deswegen. Das stimmt, nachdem man Unge gebumst hat, kann man keine Beziehung mehr führen. Das ist richtig. Okay. Wollen wir Tennis spielen? Da war die 9. Ich hab Bock. Ja. Let's go. Hey, was machst du da? Unge. Lass uns machen. Ja. Was machst du da? Ich mach grad Bilder von der Uhr. Oh, sieht voll gut aus, soll ich mal sehen? Dankeschön. Warum machst du das schon länger? Ja. Sieht richtig professionell aus, wie von so einer Firma oder so Werbebilder. Ja, danke. Ey, diese komplette Klasse, einfach nur wirklich Weirdos. Also das ist keine normale Schule, das muss einfach eine Sonderschule sein, Real Talk. Also sollst du das wirklich so länger mal... Eisball, danke für den Zap. Stanley, soll dich verpissen. Lorena soll meine Freundin werden. Ja, ist so. Wir sind schon so lange befreundet und... Ich glaube wirklich, dass sie mich mögen könnte. Ich hasse Stanley. You'll find a different side of me, like someone pretty need. Unge ist ja Lehrer gewesen. Oh nein, Georg. Oh nein, der Vater ist da. Nicht da reingehen. Wobei, die beiden wären ein süßes Paar, so zwei strebermäßig. Fände ich gut. Georg, raus da, ganz schnell. Hey, ich hoffe... Unge war der Erzieher von denen. Ciao, Leben, Alter. Ich hoffe, es ist okay, dass ich mich hier kurz... Ja, klar. So jung? Egal! Wie kommt's denn, dass du mich besuchst? Ich wollte nur nachschauen, wie es dir geht nach dem Vorfall, wo du eingesperrt wurde. Ja, klar. Hast du davon gehört? Ja. Nee, er war das ja. Ja, also so die Mitschüler haben's mir gesagt. Ah ja, gar nicht verdächtig. Ich verstehe einfach nicht, warum mich in der Klasse niemand mag. Also, ich kann doch nichts dafür, dass ich gute Noten schreibe oder... Doch, weil du lernst und lernen ist dumm. Wer cool ist, schreibt schlechte Noten und ist dumm. Eine Brille tragen muss. Ich verstehe das einfach nicht. Möchtest du vielleicht ein Kissen haben? Das sitzt da so ungemütlich. Du kannst... Okay, ja. Danke. Oh, oh. Ist doch besser. Dankeschön. Ich finde deine Brille übrigens sehr schön. Ja. Genauso geht flirten, Bro. Danke. Alter. Digga, hier sind ja mehr Anzeigen drin als in irgendeiner Polizeihauptstation, Alter. Was geht hier ab? Das ist aber gut nachvollziehbar. Ich mach's ja genauso. Ich sollte mein Maul halten an der Stelle, oder? Perfekt. Sag mal, können wir jetzt? Ja, einen Moment noch bitte. Ich hoffe, dass der Typ nicht mitkommt, Alter, wenn die am Wochenende hier ist. Mit meiner Tochter sprechen. Ja. Und den Kerl, den will ich auch nochmal zur Rede stellen. Mhm. Welchen Kerl? Ne? Irgendeinen. Ja. Warum muss der Kerl gewesen sein? Lippenstift, steht ihm gut? Ja. Finger weg, Alter, ich raste sonst aus. Wir können gern kämpfen. Du gewinnst zwar, aber wir können trotzdem gern kämpfen. Ja. Finden Sie? Ja. Dann, danke. Wollen wir los? Ja. Kira, danke für das Ab. Dieser Altersunterschied macht mich immer wieder fertig, ne? Eines steht auf jeden Fall fest. Junge, mit diesem kleinen Tischset und dieser Maschine, dieser Kerl. Die Lehrerin von Hortensia, das ist richtig klasse. Mhm. Ab jetzt werde ich keinen Elternabend mehr verpassen. Aber jetzt muss ich erstmal meine Tochter sehen. Genau. I don't want nobody stabbing
Genau. Ah, der ist ja gar nicht 17, das ist ja der Vater. Du wolltest wahrscheinlich nicht. Hey, man muss an der Stelle mal sagen, Mann, die schießen mittlerweile so krass mit Licht und Ausleuchtung und sowas und Tiefenunschärfe und allem drum und dran. Es sieht wirklich echt krass professionell aus, Mann. Also das ist Real Talk so, das ist deutlich, deutlich besser, was jede Fernsehsendung auf die Beine stellt. Muss ich einfach mal Props an die Produktion rausgeben. So, das ist wirklich, wirklich krass, Mann. Es sieht wirklich echt gut aus. Guck dir mal bitte das Bild hier an. Sie ist wirklich gut beleuchtet, Mann. Es ist einfach so, kann man nicht anders sagen. Nein, das ist nicht Cascation, auch wenn er genauso aussieht wie Tobi. Ich Tennis spielen, oder? Nee. Trotzdem asozial. Ja, stimmt. Ich glaube, wir beide wissen, wir müssen reden. Mhm. Ja. Ich denke die ganze Zeit zurück. Waren die mal zusammen oder sind die? Wie es damals war. Ah, die waren mal zusammen. Oder Geschwister, man weiß es nicht. Sweet Home Alabama an der Stelle. Grüße geht raus an Papa Platte. Ich meine, erinnerst du dich noch damals? Als wir bei dir daheim Sandkasten gespielt haben. Oh, Bro, jetzt wird's anders unangenehm. Ich hab dir so einen Kuchen gemacht, so einen Sandkuchen. Mm, ja. Mit so Schokoladenstreuseln. Der war lecker. Aus Sand. Guck ich mir gerade fucking Kaino Hasen an, das klingt so, als hätte scheiß Til Schweiger das Drehbuch geschrieben. No front. Im Endeffekt war es dann Hundekot. Oder als ich dich meinen Eltern vorgestellt habe, schon mit 7. Ich meine, wir sind mittlerweile einfach 10 Jahre zusammen. Digga, 10? Was? Weißt du? Er will bumsen. Halloween. Lass ihn ran, Alter. 2009. Ja. Ray, Kylo. Mhm. Sind es nicht Geschwister? Kylo Ren und Ray, echt? Ja. Ah, ja, das sind Geschwister, jo. Aber ich habe tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. Mir relativ ist schwanger. Ja. Ich vielleicht irgendwas verpasse und irgendjemand anderes kennenlernen könnte. Egal. MXL The Real, dankeschön für deinen Sub. Wir waren ganz schön lange zusammen. Ja. Ich glaube auch nicht, dass wir so weitermachen können. Und vielleicht sollten wir erstmal ficken. Ja. Ich glaube auch. Erstmal ficken. Ich will getrennte Wege gehen. Erstmal ficken, oder? Okay. Aber ich meine, das weiß man ja auch eigentlich, die Frauen, die man mit 7 bekommt, also wenn man beide 7 ist, dann ist, beide sind 7, ich will das kurz klarstellen in meiner Erklärung hier, wenn beide 7 ist und man kommt dann zusammen, dann hält das meistens ein Leben lang. Genau. Willst du vielleicht reingehen? Weil ich will hier eigentlich Fotos machen. Ich finde es einfach so spannend und beim Pool hast du mir auch das alles gezeigt und irgendwie, vielleicht kann ich ein bisschen was lernen von dir. Du, kannst du einfach in ein anderes Land fahren? Ich habe keinen Bock auf dich. Aber eigentlich kann ich mich besser alleine konzentrieren. Ja? Oh, absolut. Ja. Ich dachte, wir haben jetzt zu zweit so unsere Zeit und du zeigst mir das so ein bisschen. Nee, normalerweise gibt es auf so einer Klassenfahrt ja immer Programm, ne? Also Frau Bra ist daran nicht interessiert, mit ihren Kindern irgendwas zu machen. Da wird einfach nur rumgebumst. Das ist eine tolle Klassenfahrt. Wirklich ganz toll. Pädagogisch wertvoll. Alleine kann ich mich wirklich besser konzentrieren. Ey, ehrlich. Ich kann dich nicht für dein Glück zwingen. Dann gehe ich halt rein. Echt. Sorry. Oh, damn, er hat AirPods. Und der Nächste. Hi, Lorena. Hallo. Na, ich habe ein Geschenk für dich. Was denn? Schau mal, eine Handyhülle. Cool. Schau mal, ich dachte, die Farbe passt zu dir. Eine wunderschöne Rhino-Shield-Hülle mit Schutzfolie. Voll cool. Möchtest du die haben? Nee, ich brauche eigentlich keine Handyhülle. Ich habe schon eine. Aber du weißt ja auch noch gar nicht, wie krass die ist. Ich meine... Moment mal. Kommen wir jetzt hier straight up in eine Produktplatzierung rein? Die Kennzeichnung. Damit geht dein Handy nicht mehr kaputt. Soll ich mal demonstrieren? Ja, mach mal. Okay. Und... Das Handy ist auf den Rasen gefallen. Der Rasen ist weich. Hier, wie neu. Nichts passiert. Nicht kaputt? Nein, nein. Schau. Okay, kann ich sie vielleicht doch haben? Na klar. Cool, danke. Bekomme ich einen Kuss dafür? Ja, kannst du haben.
Rhino Shield, meldet euch mal bitte bei mir. Ich hätte gern 3000 Handyhüllen, also nur zu verschenken. Okay, ciao. Tschüss. Sehr cool. Sehr gut. Lol. Wer hat dieses Emote hier? Nilo Kappa. Das bin ja einfach ich. Scheiß Wichser, Alter. Ich werde den anzeigen. Oh mein Gott, Achtung! Achtung, Spinne! Ja, nein, guck doch mal, die ist doch ganz schön! Das ist ein spannendes Leben! Geh weg, nein, bitte! Was ist los mit dir? Noch einmal so eine Aktion, das war das Letzte, was du jemals getan hast! Bitte! Boah, stellt euch vor, der wird jetzt einfach komplett zusammengeschlagen. Haben wir uns verstanden? Kennst du überhaupt sowas wie Autos? Oder kennst du hier nur die Esel? Ja. Ich stehe gerade kurz vor meinem Gold. Wer war das? In den 1000. Ich habe jetzt mit 998 Girls geschlafen. Ja, du übertreibst auch. Problemzone ist eigentlich mein Gluteus Maximus. Also das ist wirklich... Okay. Moment mal. So will ich Frau Bra nicht am Wochenende hier haben. Nein, da kann die zu Hause bleiben, wenn die mit dem... Ich sehe nämlich nicht so aus wie der Fitnesscoach. So ein Ding ist das. Mann, Alter. Naja, gut. Warten wir mal ab, was da noch passiert, ne?